Ich hab das mit der Curse-Tür gestern schon gemacht. Ich konnte die ganze Nacht nicht mehr richtig schlafen, denn Gott, ich musste immer noch dran denken, was überhaupt alles passiert ist. Das war im Run mit Judas. Wo ist er da? Ich meine, ich bin immer noch nicht ganz drüber hinweg. Das war, mein Gott, ist einfach so viel passiert. Weiß nicht, was ich sagen soll. Dann würde ich aber sagen, wer mit Apollyon effektiv. Und du wolltest dein Lives nicht mitnehmen, ja. Wir machen keinen The Lost Run. Ich habe keinen Holy Mantle für The Lost. Das ist halt Schwachsinn. Ah, wir haben mit Apollyon einfach nichts geschafft. Also machen wir das. Beziehungsweise nichts außer Moms Heart besiegen. Und wir werden sehen, wo uns das hinführt. Oh, das ist natürlich ein ziemlich cooler erster Raum. Oh Gott, geh weg. Geh weg. Jungs, beruhigt euch. Ich bin nur. Oh, das ist so ein stressiger Raum direkt zu Beginn. Okay. Nummer 1 ist down. Nummer 2 ist down. Stell dir mal vor, ich hätte jetzt The Lost genommen. Der Run war jetzt schon zweimal geendet. Was ist, macht Apollyon besonders? Sein Spacebar-Item, aber das ist eigentlich auch. Das klingt cooler, als es letztendlich ist. Und zwar kann man damit jedes Spacebar-Item, das man findet, einsaugen. Und dann jedes Mal, wenn man The Void einsetzt, setzt man auch die Spacebar-Items alle ein, die man eingesaugt hat. Und man kann Passive-Items auch einsaugen und dafür die Stats bekommen. Was ganz cool ist. Nein! Ich habe kurz drüber nachgedacht und ich habe beschlossen, dass ich Robo-Baby einschlürfen will. Ich bereue es nicht, ehrlich gesagt. Kann ich ganz hingehauen. Ich meine, es ist das dumme Robo-Baby. Es ist halt. Na, ich fühl's nicht. Wir haben leider auch keine guten Stats bekommen. Wir haben Shot-Speed und generell Speed bekommen. Was nicht die Stats sind, die man sich wünscht, aber. Sind keine guten Stats. Ja, aber das Robo-Baby ist halt auch. Nicht wirklich gut. Das heißt, ich würde sagen, uns ist auch so nicht wirklich was entgangen. Ich will übrigens fast sagen, dass ich in dem Run einfach mal versuche, Richtung Blue Baby zu gehen. Denn ich habe mit dem Charakter, wie gesagt, nichts geschafft. Das heißt, alles, was ich noch machen kann, wäre hilfreich. Und dementsprechend. Klar. Das würde ich sehr gerne mitnehmen, ehrlich gesagt. Wenn wir schon. Ich habe es nicht aufgehoben. Dumm. Nein! Das wird kein Bookworm für mich. Ich habe heute ein paar Bethany Runs versucht, bin klick gescheitert. Bethany habe ich auch immer noch nicht frei. So, Super Secret Room. Ah, shit. Kann ich vielleicht irgendwo noch ein paar Herzen herbekommen? Wäre das eine Möglichkeit für uns? Wäre das eine Option? Davon wäre ich nämlich schwer begeistert. Ich will das Soul Heart haben. Oh, yes. Gib mir das Soul Heart. Okay. Dann würde ich sagen. Oh, ich habe gar kein Curse Room auf der Ebene. Grund dafür ist aber natürlich, weil wir eine Bibliothek haben. Dann würde ich sagen, wir versuchen den Boss direkt. Oh nein. Oh nein, ich wünschte, ich hätte eine Bombe. Ich wünschte, ich hätte eine Bombe zur Verfügung. Und ich wünschte, ich hätte gute Setups bekommen. Ah, Gott. Ich sag's euch, das Soul Heart werde ich ja. Ich habe das Soul Heart jetzt schon verloren. Du machst ein ganzes Herz Schaden mit den Kugeln. Du hast ein ganzes Herz Schaden gemacht. Was soll das denn? Oh mein Gott. Ganz vorsichtig. Nein, geh weg. Oh, ernsthaft, geh weg. Schon. Puh.
Oh Gott, das fucking Ende. Okay. Huish. Das hätte schlechter laufen können. Außerdem von Dark King, 31 Monate, Tier 2, wie viel lieben Dank. Weil ich gerade sehe, heute mit Jacob den Blue Baby Kill? Nein. Heute wollen wir einfach nur eine ruhige Kugel schieben. Ich meine, es gibt keinen Grund mehr, jetzt den ganzen neuen Adam Mother Runs und sowas hinterher zu jagen, weil es gibt noch so viel anderes zu tun. Wir haben alle Zeit der Welt, um alles zu erledigen. Das war Lucky. Was war Lucky? Du meinst das Ende? Wenn ja, dem stimme ich zu. Ansonsten würde ich nämlich auch sagen, ich habe auch okay gespielt. Oh, ich wünschte, ich hätte noch eine Bombe. Okay. Das wäre fast schief gegangen. Oh, das ist ein sehr unsympathischer Raum gerade. Okay. Die Spinnen sind weg. Das erleichtert mein Leben schon mal ungemein. Und wenn mein Buch voll ist, können wir auf jeden Fall für den Fall der Fälle nochmal das Necronomicon einsetzen. Das ist so, als hätten wir Oldschool Necronomicon. 8 Räume Aufladung. Ja, kill die Jungs. Kill die Jungs. Dankeschön. Und wir bekommen einen Cent, aber keine Bombe. Ich hätte gerne eine Bombe gehabt. Aber ich würde fast sagen, ich begebe mich in den großen Raum. Gott. Ich mag das nicht. Yep, war es wert. War es wert, wenn ihr mich fragt? Ich würde es wieder tun. 6 Räume. Sind das 6 Räume? Oh, man bekommt 2 Aufladungen pro Raum. Nein, Moment, man bekommt doch nur eine. Oh, es sind 6 Räume. Moment, ja doch, doch. Ich habe gerade auf 3 gerechnet. Ich weiß auch nicht. Es ist spät, okay? Ich habe viel Pokémon-Listen kritisiert heute. Aber ja, 6 Räume macht es fast ein bisschen besser. Range down. Cool. Oh, dieser Raum. Cool. Schon. Dieser Raum ist tatsächlich ziemlich easy. Muss man fairerweise sagen. Es sah beängstigend aus, aber er ist okay. Ich hätte trotzdem echt gerne eine Bombe. Das heißt, wenn ihr eine Bombe mir geben wollt, hätte ich nichts dagegen einzuwenden. Eine Münze! Hierfür bräuchte ich immer noch eine Bombe. Aber wir sind theoretisch doch auf Devil Deal Kurs. Das heißt, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! Ich wusste es. Ich wusste es, als ich die drei gesehen habe, dass ich gleich getroffen werde. Das war mir bewusst. Ich meine, habt ihr es gesehen? Wie die Berserker sind, die auf mich zugesprungen. Wir machen noch einen. Das war mies. Oh Gott. Ein Run. Das zählt nicht. Ich wusste nicht, was ich hätte machen sollen. Milli Berserker. Sind die auf mich zugesprintet. Naja. Wir haben jetzt sowieso kein gutes Item verloren, aber ich hätte definitiv das Robo-Baby mitnehmen sollen. Shotspeed, das ist okay. Ah, ich bereue es nicht, das getan zu haben. Ich bereue es, diesen Raum betreten zu haben. Ich meine, Poison Virus ist okay, aber ich denke, das Stat-Up zu bekommen, ist besser für uns in dem Fall. Wenn ich mich da mal nicht zu sehr aus dem Fenster lehne. Die dummen Flöhe sind super nervig. Sie halten nämlich mehr aus, als sie, sie halten mehr aus, als sie aussehen. Bucket of Lard. Oh, yes.
Minus 4 Geschwindigkeit. Aber jetzt werden Steine gefällt. Schaut euch die Schenkel an. Seit der Virus keine Black Hearts mehr geben kann, ist es scheiße. Warte, wir bekommen keine Black Hearts von der Virus mehr. Ich habe mich gerade erst daran gewöhnt, dass das eine Sache ist, die man bekommt. Willst du mir sagen, das ist jetzt keine Sache mehr? Das HP ab an sich ist übrigens auch super hilfreich. So fürs Protokoll. Und wir werden auf jeden Fall Chance werden, Crawl Space bekommen. Bei Gelegenheit. Hallo? Bei Gelegenheit würde ich dann auch. Das ist stark. Komm, wie kann ich da ran? Da kommt man nicht mit einer Bombe ran, richtig? Außer von Space 54321, der 27 Monate. Resub, wie vielen lieben Dank. Apollyon würde nie den Leg Day skippen. Das machen nur Versager. Hier ein paar Items, mit denen man rankommt. Okay, also wollen wir das. Also wird das für mich eine erstklassige Gelegenheit, mir per Void noch ein gratis Stat-Up zuzulegen. Das Item, was ich mitgenommen habe, das bringt uns hier wieder in Verwundbarkeit. Das sollte also auf jeden Fall für sich schon wert sein, mitgenommen zu werden. Ich meine, ich hätte auch nichts dagegen gehabt, Lil Horn mitzunehmen, aber es ist, wie es ist. Wenn das Spiel nicht will, dann will es wohl nicht. Oder ist einer von denen. Ich habe das Gefühl, der Run wird jetzt auch ziemlich langsam, dadurch, dass wir, dadurch, dass ich ja so viel Geschwindigkeit eingebüßt habe. So, Crawlspace war hier oben. Range und Speed. Die Sache ist aber, das Speed-Up ist hervorragend. Dagegen kann ich absolut nichts sagen, denn wir waren bei minus 0,4. Das heißt, jetzt nur noch minus 0,2 zu haben, ziemlich gut. Oh oh. Feuerrate ist okay, der Damage ist trotzdem. Ding hat so viel HP. Oh, wie gefällt dir das? Jetzt wünsche ich, ich hätte The Virus, ehrlich gesagt. Dann wiederum, The Virus gibt keine schwarzen Herzen mehr, also. Wie viel verpassen wir? Wenn wir mal ehrlich sind. Geh weg. Oh Gott. So. Komm schon. Stirb. Oh oh. Oh oh. Oh Gott. Wir haben dich. Wir haben dich. So viele HP. Range up. Ich wünschte, ich hätte eine Batterie. Hm. Naja, gut. Ich schätze, wir gehen mal hier hin. Außerdem von der Ascurex, frischer Sub. Vielen lieben Dank. Ich habe letztens Greedia-Mode mit Jacob und der Isor gemacht und mir ist aufgefallen, dass der mal der Bosse und Gegner doppelt so oft spawnen. Eventuell hast du deswegen den Greed-Mode nie geschafft. Hm, ich weiß nicht. So weit würde ich nicht gehen, aber ich fand den Greed Mode ein gutes Stück schwerer als davor, aber ich kann es mir doch einbilden. Das will ich auch auf keinen Fall ausschließen. Ah Gott. Ich wollte gerade sagen, dieser komische Eimer mit Scheiße, der kann explodieren, richtig? Antwort ist ja. Die anderen aber glaube ich nicht. Das heißt, von denen hätte ich mich besser fern. Egal, jetzt hätte ich sowieso Schaden. Okay, warte, ich habe viel Schaden genommen. Was? Jo, was zum Fick ist das? Warum treffen die mich die ganze Zeit? Diese Angriffe aus dem Himmel sind so eine Scheiße. Ernsthaft. So eine dumme Scheiße. Oh mein Gott. Triff doch.
Ich hasse diese Tiers von oben, bei denen man einfach nicht sehen kann, wo sie treffen. Oh mein fucking Gott. Ich auch hoffe, dass ich HP hab dafür bekomme. Ah, es wird zwar ein Rock gewesen sein, was da war, denke ich. Oder war es aus dem, ich glaube, es war aus dem Eimer mit Scheiße, oder? Vielleicht war es auch was anderes. Oh, das ist so gut. Außerdem, Belia, ja, 100 Bits. Das ist Belia 247. Baby, lieben Dank. Vielleicht sollte ich auch diesmal nicht die neue Ebene gehen. Vielleicht gehen wir einfach die alten Ebenen ab. Vielleicht fühle ich mich heute überhaupt nicht abenteuerlich. Wenn ich so drüber nachdenke. Oh mein Gott. Wie bewegen sich überhaupt diese Fliegen? Die folgen eine mit ein paar Sekunden Verzögerung, oder? Ist das deren Ding? Voll health, will ich auch hoffen. Soweit, so gut. Au. Egal, wir haben eine Menge Heilung in der Ebene. Das heißt, das ist soweit alles kein Problem. Okay. Ich habe das Einzige, was ich mit Apollyon gemacht habe, war Moms Heart besiegen. Das heißt, ich muss essentiell noch alles freischalten. Dementsprechend können wir machen, was wir wollen in diesem Run. Also kann ich auch was Einfaches machen. Nehmen wir mit Juicy Sack. Ich glaube, da kommen auch hin und wieder Spinnen raus. Also ist es okay, schätze ich. Haut mich nicht um, aber... Nee. Dafür haben wir Petrified Poop. Das heißt, der könnte schon ungemein weiterhelfen. Kannst du eine Story zusammenfassen zu Isaac machen? Nein. Mächtiges Item. Ich sehe mich nicht so ganz als ein Typen, der Story-Zusammenfassungen von Spielen macht. Erstmal mit einem Raumklärs kriegst du Spenden. Ah, okay. Eine Bombe auf der Ebene zu bekommen oder generell irgendwelche Ressourcen wäre ziemlich cool gewesen. Yeah, töte deine Babys. Ich freue mich schon auf meine Cube of Meat. Ich meine, Cube of Meat ist okay. Wenn ich die Möglichkeit... Naja, dann wiederum... Weil das, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, hätte ich ihn gevoidet, aber... Das wäre auch ziemlich dumm gewesen, ehrlich gesagt. Cube of Meat ist nicht... Cube of Meat ist super hilfreich. Aber ich habe das Gefühl, dass man Cube of Meat nicht mehr wirklich eher offensiv verwenden kann. In Repentance, weil die Gegner einfach so schnell wurden. Das Gefühl, dass das ein bisschen zu viel des Guten. Hey. Aber, sofern ich nicht sterbe, bekommen wir 100%ige Devil Deals. Das ist auch schon mal ganz nettes. Cube of Meat. Ah, ich kann auch meine Leben auffüllen. Apropos Video, wann kommt das, die Biografie von dem Koch, den du letztens im Video erwähnt hast? Du meinst in dem Video von heute Mittag? Keine Ahnung, das Video kam heute Mittag. Apropos das Video, das heute rauskam. Ja, außerdem von den Rebounds, 1991, 5 Gift-Subs. Vielen lieben Dank für Killer TV. Oh Gott, Liori Le, Mr. Blarkix, langweiliger Gamer und da Erkel. Vielen lieben Dank. Warum sagst du, Wieso liegen deine Socken auf dem Boden? Meine Socken liegen auf dem Boden, weil ich das Gefühl hasse, von den Socken eingeschränkt zu sein. Ich lege Wert auf meine Fußfreiheit. So.
Das ging relativ schnell jetzt gerade mit den Spinnen soweit. Die Spinnen, die Römer. Stehe. Spinnen. Wo ist der Goldraum? Wenn ich jetzt eine Bombe bekommen will. Yes! Eine Bombe! Nein, weg! Uiuiuiui. Da ich weiß, die Scheiße aus mir raus. Warte, ich brauche gar keine Soul Hearts. Wir haben garantierte Devil Deals. Das kann trotzdem nicht schaden, okay? Das kann trotzdem nicht schaden, welche zu haben. Ja, yeah, was halt ihr von diesem Cube of Meat Gameplay gerade? Da kannst du auch noch was haben. Das war zu viel des Guten. Ich wollte es zu sehr. Dann habe ich verkackt. Egal, nehmen wir den Tinted Rock noch mit. Doch, Sack of Pennies, okay. Ich dachte, es wäre der Bombback gewesen. Der gute alte Bombback. Ich meine, hätte ich wahrscheinlich auch mitnehmen sollen, aber man kann ja nie wissen. Sack of Pennies dagegen, wenn wir nur wieder ein bisschen extra Bargeld bekommen. Schwer in Ordnung. Wenn Frodo keine Socken tragen musste, um zum Schicksalsberg zu kommen, dann brauche ich auch keine zu Hause, Mutter. Danke, Sack of Pennies. Wünschte, ich würde zum Schicksalsberg kommen. Aber die wollen mich einfach nicht reinlassen. So, oh, noch ein Tinted Rock. Das ist die Tinted Rock-Ebene gerade. Ich würde fast sagen, ich schaue noch mal eben in den Cursed Room. Und dann fuhren wir mal eben raus. Ist nochmal durch die mysteriöse Tür gegangen beim letzten Mal. Ja, yeah, ich habe gestern den super ultra mega super Satan Kampf geschafft. Was sehr, sehr, sehr. Gott, das war so viel. Das war sehr intensiv. Vor allem habe ich den First Try geschafft. Ich war zum ersten Mal da bei dem ganzen Zeug, weil ich halt auch super stark war. Und. Mein Gott. Ich habe aber den Red Key nicht eingesetzt. Mit der Judas, was wahrscheinlich ungünstig war. Würde ich einfach mal behaupten. Hanged Man. Socken? Klar nehme ich ein paar Socken mit. Speed up or your feet feel stronger. Kann ich damit über Stacheln laufen? Das würde ich nämlich zu schätzen wissen. Und ich habe ein paar Soul Hearts bekommen. Es war ein rundum mehr hilfreiches Pickup. Würde ich einfach mal sagen. Vor allem war es für nichts. Musste nichts dafür machen. Au. Ganz vorsichtig. So, Schatzruhe. Ah, nur Bargeld. Ah, okay, wir hauen ab. Sache ist, wäre es ein Schlüssel gewesen, wäre ich in den Shop gegangen, aber so? Na. Schaden denen ihre eigenen Bomben? Ja, ein bisschen. Hier ist der Juicy Sack gerade super hilfreich tatsächlich. Das ist eine seltsame Sache, ist, weil ich nicht wusste, dass der überhaupt irgendwann mal hilfreich sein kann, aber Juicy Sack scheint wirklich okay zu sein. Damit meine ich nicht nur den sexy Namen, den er trägt. Nein. Ja, man kann es von beiden. Speed und Range Up, das voiden wir. Und ich bekomme Range und Shot Speed Up. Außerdem von Panda Pokémon, F4 Monate. Resub, wie vielen lieben Dank. Oh, berührt nicht meinen Cube of Meat oder werdet es bereuen. Hey, sehen, was ich für ein gutes Pickup rausbekommen habe. Was haltet ihr davon? Für ein gutes Stat-Up. Das war der Stoff. Ich würde sagen, ich hang Man rein, um gratis reinzukommen. Und dann
bekämpfen wir ein paar Spinnen. Und? Bisschen Bargeld. Dann haben wir schon 20 Cent. Ich sage es euch, der Sack of Pennies, der zahlt sich langsam aus. Und tut, tut, ist der Hype Train etwa wieder... Oh Gott. In der Gegend. Ganz vorsichtig. Okay. Das war fast kritisch. Ich meine, es war nicht fast kritisch, aber es war kritischer, als ich mir wünschen würde. Ich hätte echt gern Damage-Up, will ich damit sagen. Und auch wenn ich die Welt dafür voiden muss, ich werde es irgendwann noch bekommen. Ich finde es schade, dass der Run gestorben ist, indem ich die fetten Shank hatte, mit dem ich alle Steine kaputt laufen konnte. Ich meine, dann haben wir einfach Crawl Spaces bekommen aus dem Nichts. Das war ziemlich cool. Yeah. Was seid ihr von dem Cube of Meat Gameplay? Ich versuche mich ein bisschen ranzutasten. Zum guten Pickup sage ich nicht nein. Sollte mir auch immer wieder Pickup holen. Ich hatte mal eine relativ starke Phase von Black and White Pickup. Zwischenzeitlich habe ich auch die Haselnuss Pickup probiert und sie waren okay. Ich denke immer noch, dass Schwarz und Weiß Pickup ziemlich gut sind. Es gibt inzwischen auch Black and White Hanuta, die jemand probiert. Die sehen nämlich super eklig aus. Sieht aus, als hätten die von Hanuta gesagt, oh, Oreo ist populär. Was, wenn wir Hanuta einfach mit Oreo-Cremefüllung und Kekssplittern füllen? Und wenn ihr euch jetzt denkt, oh, das klingt gut, dann kann ich nur sagen, du widerst mich an. Das klingt überhaupt nicht gut. Es sieht wirklich sehr seltsam aus. Ich habe nur die Packung davon gesehen, aber glaubt mir, es sah seltsam aus. Und so viele Schlüssel. Hanuta sind okay, aber auch nichts Besonderes. Ich mag die normalen Pickup irgendwie gar nicht. Ich mag sie an sich, aber... Warum bin ich auch nicht zwangsweise oben? Ich meine... Ich denke, Store Restock ist ganz sinnvoll hier. Tür of Clubs. Klar. Oh, wunderbar ist der Stoff. Aber wunderbar ist... wunderbar hat auch das Problem, dass wunderbar super schwer zu essen ist, ohne dass man Schokolade verkrümelt. Deswegen ist wunderbar auch immer ein zweischneidiges Schwert, würde ich sagen. Das ist übrigens auch eine Sache, was ich auch gern machen würde. Sowas wie, das will ich haben. Oh Gott, was machen sie jetzt, wo es nichts mehr zu packen gibt? Oh. Verschwinden die Geister einfach, wenn es nichts mehr zu packen gibt? Dann hauen sie einfach ab und, ja, sie hauen einfach ab. Auf jeden Fall. Ah, genau sowas wie mit den Listen mit den Lieblings-Pokémon und sowas. Ich glaube, so sollte ich auch machen mit Schokoriegeln oder so. Oder generell mit Süßigkeiten. Ich habe das Gefühl, es könnte auch interessant sein. Denn jeder hat da seinen eigenen Geschmack im Vergleich zu anderen Dingen, wo jeder den gleichen Geschmack hat. Außer Mitty Plays, 10 Monate. Resub, vielen lieben Dank. Ja, ich habe mir letztens so Schokolade gekauft. Die war irgendwie mit... Oh mein Gott, hört auf mich zu werfen. Die war irgendwie... Die ist irgendwie neu. Oh Gott! Was zum Fick ist das? Hört auf! Moment. Die Schokolade gibt es mit so Keksteig-Füllung und Brownie-Füllung. Und die haben beide geschmeckt wie nasser Hund. So fucking Geist. Auf zu leben! Wie viel Leben hast du? Oh mein Gott. Ich habe so viele Soulhearts verloren in diesem fucking Raum. Was? Habt ihr das gesehen? Aber ja, die waren nicht gut. Wenn ihr die irgendwo seht, sind auch so kleinere Tafeln. Nicht gut. Warte, wenn ich jetzt Void einsetze, ich voide dann nur eins von beiden, oder voide ich dann beide? Woher weiß Möhrich, wie nasse Hunde schmecken? Üblicherweise kocht man der Hunde in Wasser. Nur eins? Okay. Dann möchte ich das. Psyfly. Okay.
alte Psychofliege. Dann nehmen wir dich mal mit. Und ich habe noch eine Menge Bomben übrig. Das könnte auch hilfreich sein unter Umständen. Leute pogchampen die Sci-Fly und sagen mächtiges Item. Na, dann bin ich mal gespannt. Ja, wo sind die Bomben hin? Dann bin ich ja mal gespannt. Ist das ein neues Item oder aus Afterbirth Plus? Für mich ist nämlich dementsprechend beides quasi neues Item. Deck of Cards will ich vielleicht avoiden. Das nehmen wir mit. Nein, wir nehmen die Karten. Ace of Clubs. Joker. High Priestess. Death. Und Death. Ich denke, wir nehmen Ace of Clubs mit. Wir haben nicht wirklich eine Verwendung für Joker. Ja, hauen wir ab. Naja, ich nehme noch ein Soul Heart mit. Dann würde ich fast sagen, ich gehe in die reguläre Ebene wieder zurück, denn es reicht, wenn wir Blue Baby machen in diesem Run. Ich denke, ich werde mir mal nicht mehr Stress machen als nötig. Ehrlich gesagt. High Priestess wäre auch nicht verkehrt, aber ne, ich denke, er ist auf Clubs. Joker für die nächste Ebene. Ich habe den Goat Head. Das heißt, der Joker wäre erst sehr, sehr spät im Run tatsächlich hilfreich für uns. Was macht jetzt die Fliege? Sie greift Gegner an, aber wie viel Schaden macht sie damit? Sah nämlich soweit nicht allzu stark aus, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es daran lag, dass sie so viel Schaden macht, was mein Base-Tier-Damage ist. Okay, und die Mini-Pins spawnen nicht direkt bei einem oder so. Das ist tatsächlich gut für mich zu wissen. Denn ich war sonst immer die ganze Bewegung, wenn ich gegen die gekämpft habe, waren immer so verwirrt, wo sie als nächstes auftauchen. So. Sci-Fly ist das beste Defensiv-Item im Spiel. Was macht die Sci-Fly so anders? Oh, greift sie Projektile an? Habe ich das richtig gesehen gerade? Oh ja, sie greift Projektile an. Interessant. Und yes, 0,68 Damage. Sie wehrt jedes Projektil ab. Oh, warte, das heißt, ich hätte... Moment. Jedes Projektil... Das heißt, ich hätte eigentlich eher Mother machen sollen. Sehe ich das richtig? Naja, was soll's. Ich wusste hätte, dass sie das bringt, hätte ich versucht, vielleicht ein bisschen weiter zu gehen. Ja, ja. Ich wusste nicht, dass sie so gut ist. Nein, geh doch mal. Oh mein Gott. Wir werden schauen, wo uns der Run hinbringt, würde ich sagen. Oh mein Gott. Das weckt gerade Erinnerungen, sage ich euch. Könnt ihr bitte aufhören, um aus dem Weg zu kriechen? Wir haben den ersten besiegt. Oh mein fucking Gott. Wenn sie nicht immer aus dem Weg schleimen würden, könnte ich sie auch mal treffen. Oh mein fucking Gott. Und sie machen auch ein ganzes Herzkontaktschaden. Das heißt, dass ich von dem jetzt noch getroffen wurde. Absolut hervorragend. Schauen wir rein. Oh, yes. Das trifft sich ziemlich gut. Ach ja. Projektile werden hier abgewehrt. Das ist ziemlich cool.
Ich weiß noch nicht ganz, wie aggressiv ich vorgehen kann. Ich habe nicht das Gefühl, ich kann es noch schaffen, von Projektilen getroffen zu werden, aber... Steam Sale. Ich würde aber fast sagen, gemessen daran, dass ich sowieso kein Geld ausgeben will, werde ich Steam Sale einfach voiden und schauen, was wir bekommen. Range und Shot Speed. Range und Shot Speed sind nicht die Stats, die ich mir gewünscht habe. Machen wir das. Gönnen wir uns einfach ein paar Bomben, wenn wir schon mal hier sind. Harsher Delirium wären gut. Oh yeah, das wäre auch super, wenn ich das schaffen würde. Dafür muss ich viel schneller sein. Ich wurde gerade getroffen. Das Problem ist, vielleicht stirbt der Run auch einfach noch. Das kann ich an dem Punkt auch nicht ganz ausschließen, denn... Ich bin sehr geschwächt. Oh mein fucking Gott, nicht dieser Raum. Boah, das macht mich so nervös, wisst ihr das? Aber sie wehrt gut ab. Wenn ich also nicht direkt in die Gegner reinrenne, habe ich hier ganz gute Chancen, nicht getroffen zu werden. Oh ja, wenn wir Hush noch schaffen würden, wäre es echt super. Für Hush könnte ich sogar schnell genug sein. Ah, das ändert gar nichts. Nicht heute. Ich werde es auch nicht voiden, keine Sorge. Nicht heute. Ich habe nicht Money equals Power und dieses Defensiv-Item, um dann den die vor einzusetzen. Vor allem ist der die vor sowieso nicht mehr so cool, wie er früher war. So, kann ich aber vielleicht noch ein paar Herzen von irgendwo bekommen? Das fände ich echt super cool. Wie langsam bin ich inzwischen? 21 Minuten! Wie zum Fick kann ich diesen Run bereits bei 21 Minuten sein? Wir werden ja sowas von nicht zu Hush kommen. Oh mein Gott. Das ist ja nicht mal knapp. Das ist ja so viel zu langsam. Ich war mal schneller in dem Spiel. Ich weiß noch nicht, wann ich zuletzt einen Boss Rush erreicht habe, bei genauer Überlegung. Man stackt nicht mehr die Leben mit dem D4 quasi. Oh, Spawner Gurdy, das ist ziemlich gut. Das heißt, wir können sehr nah dran stehen und direkt ein bisschen Damage mit dem Cube of Meat machen. Damit sollte der Kampf dann relativ schnell zu meistern sein. Yeah, was hältst du davon, Gurdy? Und wir haben es geschafft. Das war hilfreich. Komm schon. Wir schauen rein. Los geht's. Na, nehmen wir so mit Tears und Shot Speed ab. Ich bin nicht stolz. Aber so ist das Leben. Oh Gott, nein. Nicht dieser fucking Raum. Oh Gott. Warum ist dieser... Dankeschön. Warum ist dieser Raum überhaupt im Spiel? So, von dem Raum habe ich nur bedingt viel zu befürchten, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob die Fliege auch auf die Teile reagiert, deswegen will ich mein Glück mal auch nicht herausfordern. So, wir werden eine Bombe legen. Kein Soul Heart für mich. Das ist okay. Ah, dieser Raum ist komplette Zeitverschwendung. Und mal wir zuletzt die normalen Devs, das muss auch ewig her sein. Aber ja, ich glaube, der Run ist sowieso gerade prinzipiell. Ich meine, die Fliege ist gut, aber ansonsten
ist der Run nicht wirklich stark soweit. Er hat Potenzial, aber das ist, wird nicht so ganz ausgeschöpft. Deswegen vielleicht ganz okay, wenn wir einfach nur versuchen zu überleben. Und nicht unbedingt daran, darüber nachdenken, ob das vielleicht ein Run ist, der ein Mother-Kill wird. Ah, Sacrificial Dagger zu aggressiv und das war einfach nur Shit. Okay, das war so dumm. Das war so dumm. Kann ich nicht einfach ein paar Leben von irgendwo bekommen? Ist das zu viel verlangt? Komm schon. Ja, rennt ins Feuer. Ganz recht. Puh. Ich wünschte, ich hätte Dark Bomb oder so. Ja, vor Projektilen muss ich keine Angst haben, dank der Fliege. Und noch ein bisschen ungewohnt für mich. So, dann er. Schon. Ein Schlüssel und ein Cent. Schau ins Secret Room. Es läuft nicht so gut. Außerdem von Sir Excel. 2 Monate. Resub. Vielen lieben Dank. Was? Nein, ich hab den nicht. Oh Gott. Ich hab ihn nicht gesehen. Beziehungsweise ich wusste nicht, dass deiner ist. Oh Gott, wir sterben. Oh Gott. Oh mein Gott. Wenn ich die Fliege nicht gehabt hätte, wäre ich jetzt tot gewesen. Ja, weil mein Knochen auf mich geworfen. Ich dachte, da kommen immer Fliegen raus. Ich lag falsch. Ich lag ja sowas von falsch. Ich denke, wir schauen in den Shop. Ich bin bereit, ein bisschen Damage abzudrücken. Mama Mega ist natürlich verlockend, aber bringt uns jetzt auch ehrlich gesagt nur bedingt viel. Wir nehmen noch eins mit. Und noch eins. Okay. Puh. Fliege wird noch 100% genervt irgendwann. Hm. Mama Mega für Hasch mitnehmen. Inwiefern für Hasch? Was würde das bringen? Ich werde Hasch nicht finden. Dafür Hasch muss ich nämlich... Oh mein Gott, diese Würmer. Für Hasch muss ich nach 30 Minuten Idlifs gekillt haben. Oder nicht? Oder kann ich das irgendwie anders machen? Mama Mega öffnet die Haschtür. Oh. Ah. Verstehe. Verstehe, verstehe, verstehe. Das ist natürlich äußerst hilfreich. Dann nehmen wir das selbstverständlich mit, denn wenn wir schon die Fliege haben, dann... Wenn wir Hasch mitnehmen können, wäre das natürlich hervorragend. Der Greer Mod wurde mit dem Pitch heute schwerer, der Endboss wurde gefixt. Ich habe den Greer Mod nicht mal frei in dem Spielstand. Ich fand den Greed Mod auch so in Repentance schon unfassbar schwer, ehrlich gesagt. Das ist eine Neuigkeit, die mich erfreut. Zum Bagger kann ich nicht wirklich rüber. Oh, ich habe die Socken. Ich wollte gerade sagen, hätte ich jetzt nicht Schaden nehmen sollen, aber die Socken retten uns. Ich schätze, das nehme ich mit. Irgendwelche Blind Tears? Keine Ahnung, was das ist. Haben wir unter Umständen hier einen Secret Room? Unter Umständen wie üblich nicht. Oh. Okay, gehen wir einfach zum Boss. Man kann nur Items voiden wie... Man kann nur Items voiden, die eine Charge Bar haben. Was Sinn ergibt, ehrlich gesagt. Nein, Jungs! Ich wollte sie mit der Bombe angreifen, aber... Nein! Ach, Gott! Ich sehe immer einen Moment zu spät, wenn sie einen Angriff machen.
Oh, das wäre natürlich... Wollt ihr mich verarschen? Das ultimative Item für The Void, aber es bringt mir nichts. Ja, es bringt mir auch alles nichts, also, gehen wir weiter. Für Greedy Mod braucht man 500 Coins, glaube ich, damit man ihn freischaltet, oder? Ich muss aber sagen, meine Leistung war gerade eben auch super mies. Fürs Protokoll so ein Kampf gegen The Fallen, aber ich habe auch so lange nicht mehr gegen The Fallen gekämpft. Oh Gott. Puh. So, so, die Kugel wehrt er also nicht ab. Der Spinnenfreund. So, habe ich eigentlich ein Damage abbekommen, abseits... Na, was soll's. Ist jetzt auch nicht verkehrt. Wenn man den Secret Room direkt finden kann. Oh, Mensch. Ist das nicht cool? Natürlich hüpft er in mich rein. Ich wäre so dermaßen tot, wenn ich jetzt nicht... Oh, das ist gutes Damage-Up für mich. Ohne die Fliege wäre ich schon 800 Mal gestorben in diesem Run. Das ist bedenklich, weil hier ist eigentlich nichts... Oh, pass auf. Boom, plus 1,2. In dem Run ist eigentlich nichts wirklich schwerer als das Hauptspiel. Mir fehlt halt wirklich auch so viel Erfahrung in allen Bereichen, die es so gibt. Was ein bisschen unvorteilhaft ist, würde ich fast behaupten. So, hier hätten wir It Lives. Ich versuche aufzuhören, Schaden zu nehmen, aber... Kann ich über Stacheln laufen mit den Socken? Irgendjemand muss es doch wissen. Kann ich mit den Socken über Stacheln laufen? Nach dem Run muss ich erstmal wieder dran gewöhnen, dass die Projektile Schaden machen. Ja. Yeah. Ja, kann ich. Okay. Und jemand sagt, Crawl Space. Oh, da vorne. Nein. So, nur ein Secret Room hier, oder nicht? Nein! Na, was soll's. Moment, ich kann aber auch einfach zu ihm dann rüber. Ich gebe ein bisschen Damage auf und bekomme im Idealfall HP ab, was ziemlich cool wäre. Mach mich jetzt nicht schwach. Mach mich jetzt nicht schwach. Du machst mich schwach mit jedem Cent, den ich dir gebe. Komm schon. Was? Crying makes me toot. So viel aufgegeben, so wenig bekommen. So, ist hier ein Crawl Space? Oh ja. Yeah. Die 6. Was bist du? Lil Lumpy, Puff Buddy. Hallo Lil Lumpy. Ich würde sagen, ich werde die Bomben aufheben für mich selbst. Denn ich würde gerne den anderen Crawl Space noch mitnehmen. Da ist ja die 6, aber ich komme leider nicht ran. Das heißt, das bringt auch nur bedingt viel. Und mein Gott, die Bohnen ist einfach... Was bringt eigentlich die Wolke, die jetzt hinter mir schwebt? Ich meine, die muss irgendwas bringen, oder? Aber was? Sie sind nicht einfach nur für nichts da. Keine Ahnung, Verwirrung. Die furzt vor sich her. Stehe. Ah, da will ich nicht rein.
Ich wünschte, ich könnte ein bisschen öfter vor mich herfurzen. Das wäre das Leben, sage ich euch. So, den Schmodder von denen kann ich auch nicht abwehren mit der Fliege. Oh, der Geisterschmodder wurde schnell. Seht ihr, wie schnell der fliegt? Willst du Mama Mega küssen? Wenn sie es auch will. Ich denke, man kann von Mama Mega noch eine Menge lernen in der Hinsicht. Steht ihr? Sie ist eine Granate. Was haltet ihr von dem Dodging? Ich habe mich fünfmal gesehen, wie ich Schaden genommen habe. Und ihr? Wie oft habt ihr mir gegeben, dass ich getroffen werde? Wahrscheinlich öfter. Oh yes. Das ist der Damage. 7-mal, keinmal. Dankeschön. Da sind manchmal solche Momente, wo ich das Gefühl habe, dass ich besser werde, aber ich weiß, dass es nur Glück war. Seien wir realistisch. Wir schauen in den Shop, weil warum nicht? Map und die komische Scheiße, was ich nicht will. Sprenge ihn also mal eben weg und bekomme nichts dafür. Woo! Spielst du gerade mit Tastatur, oder? Ja, ich spiele immer mit Tastatur das Spiel. So, was suche ich jetzt eigentlich überhaupt noch? Ich suche nach potenziellen Leben. Warum sind der Schild in der Mitte? Okay, ich habe herausgefunden, wo man die garantierte Warp-Karte herbekommt. Hast du es gesehen, Rasex? Wenn er da ist. Ich habe es herausgefunden. Das ist es also, was man suchen will. Oh oh, ganz vorsichtig mit der explosiven Fliege. Ist ziemlich explosiv. Ich wünschte wirklich, ich hätte noch ein paar mehr Herzen irgendwo bekommen. Also, wirklich, 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 wirklich. So, nehmen wir das noch mit. Oh Gott. Versuchen wir es. Ich meine, es ist die normale Mom, oder? Das heißt, sie sollte an sich jetzt nicht so übel sein. Sie sollte in der Lage sein, sie zu schaffen. Au. Hervorragend. Das habe ich gesagt und wurde direkt weggeklatscht. Oh Gott, nicht sterben. Oh, wir nehmen das Polaroid. Kann ich nicht mitnehmen. Oh mein fucking Gott. Hier sind die Bomben mitzunehmen. Welche Bomben? Wo ist der Super Secret Room? In dem waren wir drin, glaube ich. Der war ziemlich nutzlos. Oh, fuck. Oh Gott. Okay, Secret Room. Komm schon. Komm schon. Help up! Up. Yes! Und speed up. Ich meine, Polaroid bringt uns jetzt nur bedingt viel, aber ich sterbe auch nicht, wenn ich jetzt einmal getroffen werde. Das heißt, das ist doch schon mal ganz nett zur Abwechslung. Ich wünschte, ich wäre irgendwann im Laufe des Runs ein bisschen stärker geworden. Puh, zwei Pillen waren ziemlich hilfreich. Ah, shit.
Spaßiger Raum! Spaßiger Raum! Ach Gott. Okay, der Raum ist ziemlich free mit der lila Fliege. So, ich hoffe nur, dass ich, ich hoffe nur auf den nächsten Crawl Space und dass da noch was Cooles für mich drin sein wird. Kannst du mit den Sock nicht in den Cursed Room? Ich weiß es nicht. Das Problem ist auch, ich bin auch gerade nicht in der Verfassung, wo ich es ausprobieren will. Was ist das für ein explosives Gehirn? Socken, Cursed Rooms, wie sieht's damit aus? Weiß da jemand was? Cursed Room verletzt sich? Okay. Also ganz gut, dass ich es nicht versucht habe. Können wir vielleicht irgendwo noch einen Tinted Rock haben oder so? Das würde mein Leben gerade auch revolutionieren. Wenn ich das mal so sagen darf. Findest du was? Oder bist du nur auf der Durchreise? Ich glaube, sie ist nur auf der Durchreise. Na. Na, ich bin schon durch die eine Tür gegangen. Und hab gegen Super Ultra Satan gekämpft. Oh mein Gott. Die Fliege ist halt wirklich viel zu stark. Ich hätte so sehr getroffen werden sollen gerade. Auf sehr vielen Ebenen. Ja, hauptsächlich auf der Ebene. Aber ich hätte getroffen werden sollen. Ich einfach nur sagen. Was bringt eigentlich dieser komische Begleiter, den ich da habe? Macht er irgendwas? Oder ist er nur lustig, weil er furzen will? Severino, frischer Sub, wie wir dem Dank. Und von der C-Dad, 3 Monate. Resub auch dafür, wie wir dem Dank. Fliege ist der Wahnsinn. Ich meine, das ist mir so weit aufgefallen. Ist halt wirklich gut. Gurgling Nummer 1. Fällt eigentlich gesagt auch die andere Fliege ziemlich gut, wenn man mit, wenn sie Crawl Spaces anzeigt. Tinted Rock. Den nehmen wir doch auch mit Vergnügen mit. Oh ja, wir können ja über Stacheln laufen. Klar, warum nicht? Warum denn nicht? Yes! Gib mir die volle Ladung Herzen! So, jetzt ist noch Range und Tears Up. Tears Up ist gut. Weil unser Damage langsam auch wirklich okay ist. Oh Gott. Ich fände es cool, wenn wir noch mehr von diesen Räumen haben könnten. Die sind gerade so spaßig. Ist das sonst ein Secret Room zufälligerweise? Nein. Ich weiß nicht, ob wir ganz zurück sind. Wir wollen nämlich in diesem Run Hush bekämpfen. Fliegt die Fliege eigentlich schneller auf dem Stein zu, wenn dann Crawl Space ist? Wahrscheinlich, oder? Das heißt, ich muss nicht unbedingt ewig in dem Raum warten. Wie sieht's aus, Fliege? Nein. Ja. Zeigt Zeit. 41. Aber mit Mama Mega kann man die Tür zu Hush öffnen, habe ich mir sagen lassen. Sie fliegt direkt dahin, wenn es was gibt. Okay. Oh oh. Deswegen habe ich auch The Void abgelegt für Mama Mega. Sonst hätte ich es jetzt auch nicht mitgenommen. Auch wenn das Item wahrscheinlich so oder so mehr bringt als Mama Mega. Als The Void, wenn wir mal ehrlich sind. So aggressive Burschen hier. Nichts. Ich will auf jeden Fall den Crawl Space mitnehmen.
Wenn wir schon die Gelegenheit haben, alle Crawl Spaces mitzunehmen, sollte ich das halt wirklich machen. Gratis-Items sind sehr, sehr, sehr hilfreich. Hey. Weiß ich zu schätzen. Moment. Haben wir hier? Du fliegst straight irgendwo hin. Und das nicht ohne Grund. Versuchst du nach Hasch dann auch direkt Delirium oder wird der Run ohne fürchterlichen Boss beendet? Wenn ich die Möglichkeit habe, werde ich Delirium machen. Ich meine, ich habe die lila Fliege. Und ich muss mit Apollo an sich halt alles machen. Wenn ich dann direkt, Delirium und Erhasch mitnehmen kann, wäre es halt ziemlich gut. Hier ist auch nichts. Okay. Was haben wir überhaupt? Irgendwo muss der Crawl Space sein. Vielleicht ist er im Cursed Room? Oder in der Boss Arena? Wir gehen zur Boss Arena auf jeden Fall. Hey! Die Jungs! Au. Dieser Boss kommt so selten, dass ich ehrlich gesagt nicht weiß, was er machen kann. Muss ich an der Stelle gestehen. Der war halt schon damals selten. Der wurde in der Zwischenzeit nicht häufiger, wo man die Ebene sowieso nie macht. Wir schauen erst rein. Ich denke, wir nehmen... Warte, das ist Brimstone, richtig? Was ist das da links? Ist das der Spacebar Brimstone? Die Sensen habe ich so lange nicht mehr gehabt. Die werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Aber mit der Feuerrate. Ja, ja, das bringt mir nichts. Den kann ich nicht mitnehmen. Ich habe aber das Polaroid. Deswegen ist... Nein, wir bekommen nächste Ebene noch einen Devil Deal. Alles cool. Ich wollte gerade sagen, deswegen ist die Frage, ob ich nicht versuchen will, mein letztes rotes Herz loszuwerden. Aber ne. Und jetzt einfach aktivieren. Oh mein Gott. Ah ja, Mama Mega wurde ja gebufft in dem Spiel. Ups. Mama Mega wurde ja etwas gebufft. Das ist vernünftige Angriffskraft. Ich weiß noch nicht ganz, was ich von dem neuen Surf-Geräusch halten soll. Klingt sehr metallisch. Oh, wenn ich den Devil Deal betrete, kann ich danach eventuell nicht mehr, oh Gott, zu Hasch rüber. Das ist unvorteilhaft, aber ja, werden wir uns das wahrscheinlich sparen. Ja, hier bleibt auch nicht viel übrig. X-Lax. X-Lax. Ja, es ist ziemlich cool, dass die Explosion überarbeitet haben. Pretty Fly. Mit Pretty Fly, mit Pretty Fly hätte ich jetzt auch ohne die Fliege schon wirklich viel Verteidigung inzwischen. Also ohne lila Fliege. Nicht genug, als dass ich mich gegen Hasch rantrauen würde, aber akzeptabel. Genau, ich kann nicht in den Devil Deal rein, richtig? Denn wenn ich in den Devil Deal reingehe, habe ich verkackt. Nachdem die Explosion immer nur einmal pro Raum losgeschickt wird. Nein? Ja? Wie? Das sind gemischte Signale. Richtig, dann ist die Tür wieder zu. Okay, oh Gott. Sollte ich damit rechnen, dass immer alle Gegner direkt sterben. Also kein Devil Deal für uns. Okay, okay, okay. Shot Speed Up. Ein kräftiges Shot Speed Up. Ich meine, ich wollte gerade sagen, würde ich mich auch nie beschweren, aber ich beschwere mich so oft über Shot Speed Ups. Ist nicht mal lustig, wie oft ich mich darüber beschwere. Und jetzt müssen wir den Raum noch richtig machen. Au, oh nein. Der eine Raum, den wir tatsächlich machen müssen, und ich werde direkt getroffen.
Es ist lebenstechnisch halt so mies. Ich hoffe, dass der Super Secret Room vielleicht ein bisschen was für uns... Oh, hier sind beide. Das ist interessant. Ich hoffe, dass der vielleicht ein bisschen was für uns hat. Secret Room hat auf jeden Fall... der Curse Room hat auf jeden Fall nichts. Ach, ich meine, besser als nichts. Das sind halt wirklich... Oh mein Gott. Das sind wirklich wenig Leben. Wir haben schon wieder keinen Crawl Space gefunden. Wo könnte der Crawl Space hier sein? Ich meine, es gibt doch auf jeder Ebene einen Crawl Space. Warum finde ich den nicht? Ich meine, es gibt auf jeder Ebene einen, oder? Ja, aber der Eingang muss nicht immer spawnen. Oh, okay. Also, effektiv nicht immer. Na gut, dann zum Bosskampf. To It Lives. Mal schauen, wie das laufen wird. Oh, oh. Nicht die Laseraugen vergessen. Oh mein Gott. Was zum Fick? So, darauf achten, wann der Brimstone kommt. Da ist der Brimstone. Tut mir leid, Devil Deal. Aber wir haben keine Zeit für dich. Oh, ich hätte schon jetzt zu Hasch gehen können, theoretisch. Das ist fast interessant. Plus 1 zum niedrigsten Stat. Welcher Feuerrate ist. Das ist okay. Wir schauen uns die Karte an. Hör mit. Ah ja. Ich kann ja hier... So was, wir schauen jetzt, was wir noch in den Goldräumen haben. Ich mag die Idee dahinter so sehr wie ihr auch, aber ich denke, wir nehmen Eves Mascara mit. Dr. Feet, das ist halt, oh, das ist kräftiger Damage. Dr. Feet, das ist leider nicht ganz so hilfreich für... die sind beide fucking nutzlos. Und der Damage wurde verdoppelt, aber trotzdem ist alles noch ziemlich okay. Oh ja, wir können die Strohhalm mitnehmen. Jetzt, wo ihr es sagt. Black Tooth, it looks dead. Ah, Moment, wir nehmen das weiter mit, um an Geld zu kommen. Nehmen wir das mit. Das. Das. Okay. Ich habe eine Menge Damage aufgegeben, aber... Los geht's. Mal schauen, wie sehr mich die Fliege hier durchcarryen kann. Es sieht nämlich aktuell so aus, als ob die Antwort wäre sehr... Das ist ziemlich absurd. Ich meine, ich konnte bisher noch nichts erwischen. Was zum Fick? Als ob das wirklich eine Sache ist. Als ob das wirklich eine Sache ist. Ich weiß nicht, ob ich darüber hinwegkommen werde. Was? Wie kann dieses Item im Spiel sein? Ich meine, seht ihr das, was ich gerade sehe? Die Fliege ist komplett busted. Wir hätten damit Mother machen können. Und zwar ohne Probleme. Sebastian, das ist egal. Hasch ist nämlich auch... Man sollte Hasch auch nicht unterschätzen. Also, alles gut, würde ich sagen, an der Front.
Also ich wäre ein bisschen angepisst gewesen, wenn es nur zu Blue Baby gegangen wäre. Oder wenn der Run davor gestorben wäre, aber wenn wir jetzt noch Hush mitnehmen können. Vor allem, weil er mir auch noch fehlt. Gibt es halt auch nichts daran, sich zu beschweren. Und Delirium danach. Hush und Delirium sind halt auch super gut. Du wärst bei Mom sowas von gestorben. Ich hätte auf den anderen Ebenen andere Items gefunden und sowas. Das heißt, schwer zu vergleichen, wie die Runs gelaufen werden jeweils, würde ich sagen. Einfach immer schön stehen bleiben. Und nicht getroffen. Das ist einfach so absurd. Es ist einfach dumm. Diese Fliege. Dann noch hin und wieder den Strohhalm einsetzen. Ja, so sollte das Spiel einfach immer sein. Oh oh. Komm schon, lass mich No-Hit Hush machen. Oh oh, die Jungs sind da. Die Jungs sind da! Oh! No-Hit-Hush, No-Hit-Hush, No-Hit-Hush! Oh, yes! Seid ihr davon? Hushy! The Void! Oh, ich hab The Void noch gar nicht frei gehabt in dem Spielstand. Ich hatte den Void nicht mal frei mit dem Spielstand, weil... Ich hab mit dem Spielstand quasi kein Afterbirth Plus Zeug gemacht, übrigens. Fürs Protokoll. Wir werden Delirium machen, yeah. Ich hasse diesen Raum. Oh, wäre es nicht cool, wenn du die goldenen Kisten mitnehmen könntest, aber du kannst nicht. Ich muss sagen, mit Eves Mascara wurde der Run auch wirklich stark. Ja, das Gefühl, wir werden Curse of the Lost überstehen irgendwie. Ja, das ist soweit ein ziemlich starker Run. Ich sollte den Strohhalm öfter einsetzen. Wo ist die Fliege hin? Oh. Ein Tinted Rock also. Kriegst Delirium jetzt aber nicht mehr sicher. Du hast die Tür geskippt. Ah ja, fuck. Das ist eine Sache. Ah, shit. Ich hätte eine andere Tür gehen müssen, um ihn sicher zu bekommen. Oh Gott. Ich wusste nicht mehr, dass das eine Sache ist. Ah, was soll's. So, Isaac. Ich will noch nicht zu viel vorwegnehmen, aber das wird jetzt unangenehm für dich. Wenn ich das einfach mal so sagen darf. Au. Vielleicht wird's auch unangenehm für mich. Es wurde sehr unangenehm für mich. Vielleicht können wir noch in The Void gehen. Ich meine, wenn es da ist, dann sollten wir das auch machen. Aber mir gefällt dieser Hintergrund hier nicht. The Void. Okay. Dann hoffen wir mal, dass wir noch ein paar coole Items auftreiben können, würde ich einfach mal sagen. Denn ein paar coole Items wären ziemlich cool für mich. Void habe ich auch schon ewig nicht mehr gemacht. Ich meine, ich habe es auf diesem Spielstand nicht mal frei gehabt, wie sich herausgestellt hat. Sträume ist gerade auch super stark mit meiner Angriffskraft von 17. So, ich denke, Delirium sollte auch ziemlich machbar sein, wenn ich, wenn ich ja die ganzen Projektile automatisch abwehre.
sollte auch den größten Teil des Kampfes wirklich sehr stark vereinfachen. Und Delirium wollte auf jeden Fall mehr von diesem neuen Herausforderer wissen. Erinnere dich noch, als Afterbirth Plus rauskam und Delirium der große neue Boss war? Und als sie so dachten, ja gut, das ist jetzt Afterbirth Plus. Cool, darauf haben wir gewartet. Das ist, shit. Es wird noch seltsam drüber nachzudenken, wenn man denkt, was die neuen Bosse in Repentance sind. Und dann darüber nachzudenken, dass das mal, fucking Delirium mal, der neue Boss war. Delirium ist einfach so belanglos. Naja, ist bestimmt nett oder so, aber wen interessiert's? Ist auch nicht mal sonderlich stark. Ich glaube, ich habe Delirium auch in den meisten Runs besiegt. Jera. Ja, yeah, wenn wir einen Soulheart irgendwo finden, werde ich mich darüber freuen. Damage Reduction und Bullet Heal, mehr macht Delirium nicht aus. Ja. Yeah. Oh, hat Delirium Damage Reduction? Ich habe gehört, Delirium hat der feste HP, aber dann wiederum sind viele Leute sich, was der Zeug aus Isaac angeht, immer sehr uneinig. Also, keine Ahnung. Bei dem Planetarium oder so war ich noch überhaupt nicht. Das heißt, ich weiß noch gar nicht, was damit auf sich hat. Ich hatte gestern halt, oh Gott, bin ich durch die Mysterious Door gegangen und damit dann, oh fuck, bis zum letztendlichen Boss. Das war nicht gut. Hey, wir haben einen Boss. Dann würde ich mal gerne ein paar Items mitnehmen, wenn das okay ist für alle Beteiligten. Yeah, my shadow is okay. Oh, Tinted Rock. Gib mir zwei Soul Hearts. Yes! Los geht's! Komm schon. Ja, 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 klar, klar, klar. Ich werde, oh mein Gott, diesen Run, den ich zuletzt gemacht habe, werde ich ja sowas von auf YouTube hochladen. Oh, du hast keine Ahnung. Das war die intensivste Gaming-Erfahrung meines Lebens wahrscheinlich. Das war wirklich Gott. Ich bin immer noch nicht drüber hinweg, wenn ich drüber nachdenke. Das war zu viel für mein Herz. Vor allem war es so viel auf einmal. Ich hab's halt auch direkt... Oh Gott. Weil mein Run so stark war, habe ich halt auch gewonnen. Oh, it lives. Okay. Au. Was soll das sein? Warum versuche ich den Kugeln auszuweichen? Ist mittlerweile Isaac's Awakening fertig. Ich habe das nicht nochmal versucht in der Zwischenzeit. Warum? Quicker Charge, das ist eigentlich ganz cool. Das heißt, wir können den Strohhalm öfter verwenden, theoretisch. Also der sollte auch nicht viel machen können, wenn ich hier einfach stehe. Hey, Ball! Was zum Fick? Weil. Was genau hat mir gerade Schaden gemacht? Ist einer von den Torso-Männern gesprungen oder so? Ich meine, irgendwas hat mir Schaden gemacht, aber ich konnte nicht sehen, was. Okay, da ist was auf mich gesprungen. Okay. Crawl Space? Los geht's! Ich meine, nicht der Oberhammer, aber ich nehme es mit. Oh, das ist ein Orbital. Nein, das ist ziemlich gut. Oh, Maske, du hast heute nicht deinen Glückstag. Das ist auch ein Boss, der relativ selten kommt, wenn ich so drüber nachdenke. Gegen den kämpft man hauptsächlich im Boss-Rush. Kompass! Okay.
Woran erkennt man eigentlich ungefähr, wo man gegen Delirium kämpfen wird? Gibt's da irgendwas, woran man das erkennen kann? Perfrow, sehr schön. Da, wo Platz für ein 2x2 Raum ist. Huh. Verstehe. Agalas. Wie immer nutzlos. Oh Gott, Brimstone. Das heißt, ich würde fast sagen, das hier zu unserer Linken ist ein sehr starker Delirium-Verfechter. Nein, es ist nicht. Da oben ist kein Platz für 4x4. 2x2. Ich habe gerade gesehen, dass man da gar nicht weiter nach oben kann. Perfro? Range! Ech. So, aber okay, dass da Platz für die Arena sein muss, das ist gut zu wissen. Und nicht am Maprand. Ich meine, bei der Größe der Map ist sowieso ein bisschen schwer einzuschätzen, wo der Maprand letztendlich ist. Oh, nehmen wir Deathmatch. Ja, klar, warum nicht? So, Schlüssel. Aus irgendwelchen Gründen. Secret Room, hallo. Außerdem von Freybeard. 2 Monate. Resub. Vielen lieben Dank. Ich meine, wir könnten jetzt irgendwas Cooles holen, aber wofür die Mühe? Hauen wir ab. Oh, es ist, die Map ist 13x13. Oh, relativ interessant. Oh mein Gott. Ich glaube, ich verstehe den Map-Aufbau gerade richtig, dass es da links noch super weit weitergeht, wo ich vorhin abgehauen bin. Ugh. Aber gut. Ich vermute mal, hier ist wieder der Maprand, wenn ich raten müsste. Das heißt, wir machen auf jeden Fall, nehmen den Boss hier unten auf jeden Fall noch mit. Ich denke, danach wäre ich auch bereit, zu Delirium zu gehen. Gibt's auch nicht mehr als Spiel, worauf ich noch warten könnte. Vor allem die Items, die wir bekommen sind. Oh, gute Neuigkeiten, wir haben ihn. Death! Das wird ein bisschen dauern. Ja, wiederum ist auch nicht so lange. Death macht halt einen guten Schadensbonus. Der Strohhalm macht sich wirklich gut im Kampf gegen die mitscalenden Gegner. Gegen die Scalies. Delirium dagegen macht sich nicht gut gegen die Fliege. Machen wir uns an der Stelle mal nichts vor. Oh, mich hat was erwischt. Okay, das ist ein Problem. Okay. Können bitte aufhören, Gegner in mir zu spawnen und auf mich zu springen? Wir bleiben in Bewegung ab jetzt. Das ist nicht gut. Oh, fuck. Ich kann doch nicht... Oh mein Gott, nein. Lass mich jetzt nicht sterben. Oh Gott. Ich hab Isaac gehört. Kommt jetzt ein Stampfen? Zum Fick ist Delirium überhaupt? Ist das das Fernsehprogramm, das Isaacs Mutter gesehen hat oder so? Oh mein fucking Gott. Oh Gott, das läuft so viel mieser, als ich mir wünschen würde. Wir haben ihn. Er ist in mein Sacrificial Dagger gelaufen. So viel knapp, als ich mir gewünscht hätte. Oh mein Gott. Dogmasters TV? Ja, aber das ist ja auch dieses Rauschen. Was ist das jetzt für ein Rauschen? Aber sie sitzt hier auch wieder vorm Fernseher.
Ja, Delirium ist ziemlich nervig, aber designtechnisch ist ziemlich cool. Hey, da waren die Bilder von ihm noch gar nicht durchgestrichen. Ist Dogma nicht irgendwas mit dem Vater? Ja, aber Dogma zieht auch seine Leben aus dem Fernsehprogramm und er ist an sich so ein Rauschen und sowas. Und hey, wir haben es geschafft. Ich weiß nicht, warum wir uns das gerade anschauen, weil... Nein, die Cutscene hat jeder schon mal gesehen, aber... okay. Dann würde ich sagen... wir haben 5 Gift-Subs von der Shelon. Vielen lieben Dank. Für The Jaded, Tommy RY, Feuerlappen, Matze 2525 und für Lawliet. Vielen lieben Dank. Puh, okay. Gott, dieser Run ging so viel länger, als ich ja eigentlich wollte. Aber wir haben Void freigeschaltet. Delirious has appeared in the basement. Lil Delirium is shit. Aber hey, wir haben ein bisschen was geschafft heute. Ich bin zufrieden soweit. Ein erfolgreicher Run. Ich wollte gerade sagen, damit haben wir eine Winstreak von 2, aber das stimmt nicht. Ja, immer noch 1. Ich bin nämlich gleichzeitig auch gestorben. Aber warte, wir haben gerade mal so wenig geschafft mit Apollyon. Wenn man Delirium schafft, dann wird das Blatt Papier drumherum blutig, oder? Wann kommt der Isaac Eisberg? Ich habe keine Ahnung, ich kenne die meisten Items nicht mal. Ja, yeah, das ist für Delirium. Okay. Sehr schön. Puh, dann würde ich sagen, wir sind soweit fertig für heute. Das war ein längerer Stream als erwartet, aber okay. Wir haben eine Menge geschafft. Ich bin zufrieden soweit. Das war danke ich selbst. Verzeihung. Dann von der BDA 100 Bits. Vielen Dank. Danke für den Stream. Ich danke dir fürs Zuschauen. Und euch wahrscheinlich. Puh. Okay. Ja, niemand online, den ich wirklich kenne, den wir raiden könnten. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war der Stream für heute. Shit, warte, ich stream morgen mit Johnny. Ah ja, geplant ist, dass ich morgen mit Johnny Donkey Kong Country Returns streame. Im Koop-Modus. Das heißt, das ist für morgen irgendwann ab 19 Uhr oder so geplant. Das heißt, bereitet euch darauf mental vor. Und ja, wenn ihr die Sci-Fly habt in dem Run, versucht es nicht zu verkacken, denn diese hat großes Potenzial. Und ja, da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und gute Nacht. Puh.